Was mich aber noch wirklich persönlich interessiert, weil wir jetzt gerade hier sitzen, auch wenn das jetzt ein harter Cut ist, aber mich interessiert wirklich der Ford GT40. Ist ja eine Da geile Geschichte, ne? musst du mal Also du wirklich musst nur Ford erzählen. GT40 sagen, dann jetzt kann man das nicht sehen. Dann stehen hier unten die Haare immer alle so hoch. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Erzähl, was Nein, du im Auto. das ist wirklich ein Traum. Weil Erzähl. einfach, wie soll ich sagen, wenn man sich für Autos interessiert, also ich kenne keinen, der das Auto nicht für legendär und kultig und was weiß ich. Alleine die Geschichte, die damit zu tun hat, ich kann sie gar nicht oft genug erzählen, obwohl es ja jeder inzwischen kann. Wenn so zwei Egomanen wirklich meinen, dem anderen zeigen zu müssen, wer den längsten hat. Ich meine, Enzo Ferrari und Henry Ja. Ford und so weiter, da kann nur so ein Scheiß bei rauskommen. Und dann haben sie sich halt verkracht, weil Ford wollte halt Ferrari kaufen, aber kennst die Geschichte Ja, die wahrscheinlich Geschichte und kenne so ich, weiter. ja. Und da ist ja dieses legendäre Auto bei rausgekommen, was aber kaum jemand weiß, dass das Auto nie von Ford gebaut worden ist, sondern die haben ja nur die Zeichnungen gemacht. Und dass die 50 Stück, die von dem gebaut worden sind, also von diesem Modell, dann waren die Nummern 1001 bis 1050, das ist die Nummer 1042. Ja, die sind alle von Rennstellen dann aufgebaut Carroll worden. Shelby. Bitte? Von Carroll Shelby, oder nicht? Shelby war auch dabei, Elmann Ja. in England und so weiter. Die meisten sind in England gebaut worden. Okay. In Amerika, ich glaub, fast alle sind irgendwie. Also so tief bin ich jetzt auch nicht drin. Aber die meisten sind wirklich, weil, ja Gott, England war immer die Rennnation und da ist auch viel entwickelt worden. Und den gibt es ja auch, die echten gibt es ja auch nur mit, das will ich nicht falsch sagen, Rechtslenkung, Ja. genau. Nicht, weil er in England gebaut worden ist, hat vielleicht auch was damit zu tun. Aber die Rennstrecken, die gehen halt immer im Uhrzeigersinn, ne? Und da ist das besser, wenn bei so Rundrennen der Fahrer innen sitzt. Ja, dann halt einfach den Rennaspekt, genau wie Porsche den Zündschlüssel auf der linken Seite hat, weil du einfach besser beim Le Mans-Start da reinkommst und starten kannst, dann Ja. erstmal rum und ne, so, ja, geil. Nee, und das ist, wie soll ich sagen, das Problem war natürlich, es ist immer blöd, über Geld zu reden, aber ich hatte immer Folgendes. Wenn ich jetzt sage, ich habe nie Kohle, nee, dann lacht jetzt natürlich jeder kaputt, weil das ist immer sehr relativ. Aber im Endeffekt stimmt das. Weil alles, was ich gemacht habe, ich habe immer angefangen, das zu machen, ohne dass ich die Kohle hatte, mir das leisten zu können. Und deswegen habe ich von Anfang an automatisch, ist keine bewusste Strategie gewesen, sondern immer, wenn ich begeistert war von was, nee, habe ich irgendwie versucht, damit Business zu machen, um mir das dann auch leisten zu können. Das war beim Skateboarden so, das ist beim Auto so gewesen. Ich habe immer noch die VA Power GmbH, eine Zeit lang habe ich Oldtimer vermietet. Mein ganzes Studium habe ich dann hinterher mit Autoschrauben. Ich habe mir in Drin-Steinfurt einen alten Hühnerstall gemietet, ohne Boden drin, ohne alles. Und da habe ich noch, hier war ich sehr aktiv in so einem Entenclub und habe da immer so Entenrallyes auch organisiert und Entenzeitungen rausgegeben und hatte da natürlich viele Entenkumpels und der eine war Betonwagenfahrer und der hat dann dafür gesorgt, dass immer bei seiner Rundtour am Tag so ein, zwei Kubikmeter Bisschen übrig alles, geblieben sind. Da ist er ne? mal vorbeigekommen und dann hatte mein Hühnerstall auch irgendwann schönen Betonboden. Und dann habe ich mir ein Loch in die Wand geschlagen, habe einen riesen Ventilator da reingemacht, da hatte ich auch die Abzugsanlage für zum Lackieren und so, keine Heizung drin und nichts, aber dafür gab es ja die Katzen auf dem Hof, die krabbelten einem dann in den Overall, drehten sich um, guckten über die Schulter und wenn du minus 10 Grad hast, dann sollst du schrauben, dann bist du froh, wenn die Katze so schön auf deinem Rücken direkt auf der Haut liegt und oben, denn die hatte sich wirklich dran gewöhnt, die hat auch mehr gefroren. Wenn ich schon Ja, kam und fing an zu schrauben, kam die Win-win-Situation. angelaufen, zack, ging die an mir hoch, krabbelte hinten wirklich innen rein, drehte sich rum, kam dann raus, dann hatte ich den Katzenkopf hier und dann habe ich am Motor geschraubt. Den ganzen Tag hat die immer mit zugeguckt. Ich glaube, das ist die beste Schrauberin geworden, die Katze, die es Ich je werde mir gab. das für meine Halle merken. Ja. Ich Ui. probiere das mal aus. Ja, Ja. und so, Gott, wie du siehst, ja, ich lasse dich jetzt noch mal was fragen, ja? Wie bist du zu dem Auto gekommen? Ja, mit Titus kommt man immer von A auf Y, Z, Ja, sind 3, ja viel zu 4. viel interessanter. Du willst jetzt Spanische wissen, wie ich an diesen Hieroglyphen. Wie GT40 gekommen bist bin. du an diesen GT40 gekommen? Ich habe historische Tourenwagenrennen gefahren mit Mustang. Und auch da alles selber geschraubt, alles aufgebaut und so weiter, weil eigentlich gar keine Kohle zum Rennen da war.
Und da habe ich eigentlich erst so die richtige Ahnung gekriegt. Weil wenn du natürlich nicht nur einfach reparierst an Straßenautos, sondern irgendwann dir vornimmst, so wieder Effizienz, ne, die größte Performance rauszuholen und dann wirklich auch wieder ganz logisch denken und nicht in eingefahrenen Schubladen, sondern ich liebe es ja wirklich, auf Ideen zu kommen, wo selbst die größten Spezialisten sagen, wie kann man nur auf die Idee kommen und so weiter und so fort. Und das macht mich wirklich am allerstolzesten. Das ist echt der Wahnsinn. Ne? Da könnte ich auch wieder 1000 Beispiele, mache ich aber jetzt nicht, sonst wären wir nie fertig. Also, zurück zum GT40. Ich habe in dem Rahmen, weil ich anscheinend doch schon ganz guten Ruf hatte von Anfang an als Rennfahrer, weil sonst kriegt man ja nicht das Angebot, dass man im GT40 Langstreckenrennen mitfahren darf, als irgendein Pilot. Nee, das macht man jetzt, macht ja nicht jeder. Nee. Nee. Ja, und dann hast du das Angebot im GT40 bei der, heute heißt die HTGT, früher war das HTWT, also historische Tourenwagen, Trophy, und da fuhren dann auch die GT, die fuhren im Extra-Rennen, da waren GT, historische GT, und in der historischen GT fuhr ein Freund von mir oder ein Bekannter von mir immer mit einem GT40 und ich bin mit dem Mustang in der HTWT gefahren. Und dann durfte ich mit ihm an Langstreckenrennen auf dem GT40 fahren. Und das hat mich schon sehr beeindruckt. Und überhaupt habe ich natürlich wie jeder kleine Junge vom GT40 geträumt. Wer träumt da nicht von? Und dann kam die Situation, dass die HTWT und die GT, weil nicht mehr genug Fahrzeuge an den Start gegangen sind, wurde die zusammengelegt. Mhm. Und dann hieß das HDGT, also historische Tourenwagen und GT, Trophy. Ja, Trophy. Ja. Das war für mich natürlich scheiße. Ich war verwöhnt über die ganzen 10, 15, 20 Jahre oder was weiß ich, wie lange ich da historisch gefahren bin. Habe ich immer nur um den ersten und zweiten Platz. Und wenn ich mal Pech hatte, musste ich auf das niedrigste Treppchen gehen, weil ich einfach einen geilen Mustang hatte, mit dem der wirklich gewinnfähig war. Mhm. Wenn man den richtig präpariert und selber nicht gerade, wie soll ich sagen, ein ungeschickter Autofahrer ist, dann hat man schon die Chance, vorne ein bisschen mitzumischen. Und das war natürlich vorbei. Auf einmal gewann nur noch GT40, TVR Griffiths und so weiter. Ja, dem wollte ich begegnen. Dann habe ich mir erst einen TVR Griffiths fertig gemacht, weil die haben zwar dieselben Maschinen, denselben Block, also den 289 Cubic Inch Block, den du mit einer anderen Nockenwelle, mit einem längeren Hub auf 302 Cubic Inch zwar hochpowern kannst, aber bei der Tourenwagen bist du in der Homologation extrem limitiert. Das fängt mit den Kipphebeln an. Wir dürfen also nur die Gusskipphebel fahren. Unser Tuning bestand daraus, dass wir eine Briefwaage genommen haben und jeden Kipphebel gewogen haben und nur die schwersten genommen haben, weil die dann weniger Lufteinschlüsse haben, weil die dann stabiler sind. Und so, das war unsere Tuning. Ja Gott, ich meine im GT40, weißt du, dann habe ich dann aus Aluminium gefräste Roller Rockers mit allem Pipapo. Wir mussten einen Standard Auspuffanlage machen, wir durften noch nicht mal Fächerkrümmer einbauen und so was alles. Also das war wirklich schon ein Unterschied. Also aus demselben Motor, den man im Mustang, ja Gott, der hat serienmäßig so einen Motor 220 bis 250 PS vielleicht, je nachdem, wie schön du den so aufgebaut hast. Als Rennmustang-Motor kriegst du ihn mit diesen traditionellen Mitteln, die dann begrenzt sind, vielleicht auf 320, 330. Ich sag mal auch zwischen, da kriegst du 100 PS mehr rein. Ja. Ja Gott, aber wenn du alles machen darfst, wie an einem GT40, alleine ein Auspuff, was ein Wunderwerk ist, weil nämlich, deswegen klingt der GT40 nicht wie ein Mustang. Der GT40 klingt ja wirklich mehr wie ein Rennwagen. Das geht ja, der hat eine ganz kleine Schwungscheibe, spricht schnell an und dann immer geht er nicht. Das ist ja, obwohl er dieselbe Drehzahl dreht oder noch höher, hört er sich komplett anders an, weil nämlich beim Mustang die rechte Bank in den rechten Auspuff, ich sag mal, entbläst und die linke Bank in den linken. Ja. Und hier ganz raffiniert, weißt du, die beiden vorderen, die gehen jeweils rechts und links. Der nächste geht dann über Kreuz, der nächste geht wieder so, der nächste wieder über Kreuz. Und dann musst du beim Auspuff bauen ja auch noch daran denken,
und das ist ganz wichtig und das wusste ich bis dahin auch nicht. Also man lernt extrem viel. Man muss auf die Resonanzen und Schwingungen achten, die in so einem Auspuff entstehen, weil die können unter Umständen extrem viel PS wieder rauben. Und deswegen, wenn du 4 in 1 hast, und hier habe ich ja zweimal 4 in 1, der Knoten, wo das 4 in 1 geht, dahinter kommt der Schalldämpfer und irgendwann hört ja der Auspuff auf. Ja. Diese Länge, die muss man sich merken, weil die Länge, die man davor baut, bis zum Auslassventil, die muss immer durch die Länge hinten teilbar sein. Damit die Frequenzen sich nicht... So genau wusste ich es auch noch nicht. Ja. Ich wusste mal, dass möglichst alle Krümmerrohre gleich lang sein sollten, dass die Ausgase gleich... Eben nicht. Bei dem nicht? Ja, nein, grundsätzlich nicht. Man sagt, alle Krümmerrohre sollen gleich lang sein. Das ist aber nicht ganz richtig. Das ist auch ungefähr gleich lang. Aber der vorderste beim V8 ist das schon, wenn du einen Boxermotor hast, zwei Zylinder, dann sind sie gleich lang. Ja, klar, ja. Aber schon beim Porsche oder wie auch immer, macht man die deswegen gleich lang, obwohl man die unterschiedlich lang machen könnte. Das ist die Vorstufe. Das kommt dann dabei raus. Klar sind die alle gleich lang, aber nur, weil man konsequent darauf geachtet hat, dass die genau doppelt so lang sind wie vom Knoten nach hinten. Oh, okay. Dann sind sie ja alle gleich lang. Ja. Aber deswegen musst du dann so ein Gewurstel machen, damit du die Länge überhaupt verarbeiten kannst. Normal würde man ja direkt da hinten hinlegen. Ja. Und ja, guck, dann hast du zumindest, das ist dann, ich sag mal, so ein Erfahrungswert, den du dann hast. Ja. Aber ich habe das Bedürfnis, immer noch einen Schritt weiter ranzugehen. Warum sollen die gleich lang sein? Verstehst du? Mir kann doch jeder erzählen, gleich lang. Ich glaube das einfach nicht, weil, sorry, du bist natürlich eine Ausnahme. Aber was ich auf dem Rennplatz und überhaupt bei den Tuner, so, ihr seid alle nicht gemeint, ne? Aber ich weiß, so viele Leute, wo du das Gefühl hast, die wissen alles, null Selbstkritik und alles irgendwie, das ist so. Und jeder ist der Größte. Ich bin mir immer vorgekommen wie das kleine Arschloch und so weiter. Und irgendwann habe ich gemerkt, nee, du kannst dich nicht drauf verlassen. Und deswegen habe ich einfach angefangen, nichts mehr zu glauben, was mir erzählt wird. Und immer, oder wenn mir einer also erzählt wird, dann denke ich weiter und sage, wenn er recht hat, muss das einen Grund haben. Und dann denke ich so lange nach, bis ich das physikalisch mir klar gemacht habe, warum das so ist. Nee, und deswegen bin ich dann, aber das ist, Gott, es ist halt ein Vor- und Nachteil, ne, wenn du das nicht gelernt hast. Ja, klar, man geht dann anders ran an die Seite. Auf der einen Seite bist du viel flexibler, denkst du an den Tellerrand, auf der anderen Seite brauchst du ein bisschen länger. Ja. Aber du bist gezwungen, das alles zu verstehen. Weil wenn du das irgendwo lernst, kann man auch auswendig lernen und dann ist ruckzuck mal ein Fehler passiert, wenn man anders ist. Ja, bei mir ist das anders, verstehst du? Ich habe zwar auch eine große Schnauze irgendwie, aber ich habe wirklich das Gefühl, gerade in der Autoszene, das ändert sich, hat sich bei mir natürlich geändert, aber die ersten Jahre, ich kam mir immer so vor wie ein Würmchen, egal wo ich hingegangen bin. Alle hatten immer so viel Ahnung und dann, aber irgendwie, meine Autos sind auch gelaufen oder plötzlich mache ich auch mal einen ersten Platz. Denke ich, hä, wieso meinst du immer, die anderen haben so viel Ahnung und so was? Trau dir mal selber so was zu. Ich bin immer viel zu selbstkritisch. Und dann gerade so im Autogeschichten. Außerdem, ich habe 68 Abitur gemacht. Wenn ich mit so einem Auto durch die Stadt fahre, da schäme ich mich ja schon fast. Weil Geld war was ganz Schlimmes, 68, verstehst du? Und so weiter. Und ich sag mal, irgendwo habe ich eine Macke natürlich. Wer 68 Abitur macht, der ist versaut fürs Leben. Ne? Und deswegen hatte ich Riesenprobleme, auch wirklich öffentlich stolz auf so eine Karre zu sein. Kannst du sein. Weil die ja wieder großprotzig und was weiß ich aussieht. Aber deswegen habe ich ja ein GT40, weil du wirst bei mir kein Porsche, kein Ferrari, kein Lamborghini und alles sowas wirst du bei mir nicht finden, weil... ich habe da noch mehr Faszination, weil ich nicht dauernd rechtfertigen muss, warum ich das Auto fahre. Wer Ahnung hat, weiß genau, weshalb ich das fahre. Ja. Und wer keine Ahnung hat, der erkennt in dem Ding noch nicht mal irgendwie so einen Angeberscheiß. Sowas ist ja auch kein Statussymbol. Das ist was ganz anderes. Das ist ein Traum, den man sich erfüllt. Und nicht. Danke, da muss ich dir das jetzt kurz erklären. Das ist der Grund, weshalb ich ein GT40 habe und nicht irgendeinen anderen Boliden. Ja. Weil, wie soll ich sagen? Also, es gibt innerhalb, ich bin zwar unglaublich autofanatisch, ne, aber
Ich meine, das ist ja wie in jeder Gesellschaft, ne? Innerhalb dieser ganzen Autogemeinde oder der Autobegeisterten oder überhaupt der Autofahrer, sage ich mal, da muss man erstmal unterscheiden, die das als Transportmittel benutzen und die das wirklich, ich sag mal, da mit Spaß und Begeisterung und brennendem Herzen da was mitmachen, die benutzen das aber nicht grundsätzlich von A nach B, sondern die fahren auch mal im Kreis oder was weiß ich, oder treffen sich mit Gleichgesinnten. Aber selbst da hast du ja wieder tausende von Szenen. Ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt da Szenen, du, die sind mir peinlich. Ja. Fühle ich mit dir. Ja, ich gerade im Tuning-Bereich, ich bin ja auch eher wie ein Liebhaber alter Autos. Das, wo wir die ganze Zeit drauf gucken, ist einfach nur ein günstiges Alltagsauto, was irgendwie, was mich bequem von A nach B bringt. Du musst dich jetzt nicht entschuldigen. Nee, ich will nur obwohl sagen, ich da Hardcore bin, ich habe kein neues Auto. Obwohl ich Mercedes-Markenbotschafter jetzt bin, vorher war ich ja Lexus, davor Ford. Und jetzt als Mercedes-Markenbotschafter habe ich denen gesagt, du, ich brauche kein neues Auto. Nee. Wenn ich irgendwo hin muss und muss wirklich von A nach B, dann rufe ich euch vorher an, gebt ihr mir ein Auto. Ja. Ich muss morgen Bielefeld, Bremen, Hamburg und Ding. Ja, da kriege ich ein geiles, bequem, keine Ahnung, GLS oder GLC, GL, bla bla bla. Jo, das sind richtig schön. Moderne Alltagsautos, aber wie gesagt, ich fühle aber warum soll ich mir sowas so kaufen, wenn ich das nur ab und zu mal brauche? Ja. Wenn ich hier in der Stadt fahre, weiß ich, da vorne steht mein 65er Mustang Cabrio, die habe ich mir fertig gemacht, natürlich ein Titus Weiß. Ja. Ist auch noch eine schöne Geschichte von hier, ist Titus Weiß. Ne? Oh. Und Titus Weiß deswegen, muss ich jetzt einstreuen, also nee, mit dem Mustang bin ich heute noch ganz normal rumgefahren, mache ich meine Termine mit, im Sommer immer Cabrio. Ja. Ja, für den Winter suche ich vielleicht noch ein schönes Auto. Doch, ich habe auch schöne Zuna-Autos. Aber das eine oder andere hätte ich noch Spaß dran. Aber jetzt zum Weiß. Also, ich habe wirklich recherchiert. Dieser 1042 GT40, der ist zum Schluss immer in Weinrot die Rennen gefahren. Mhm. Kann man auch, man muss ja nur im Internet GT40 1042 eingeben. Da findet man fast nur Weinrote. Weil der ist relativ schnell in Weinrot umlackiert worden. Und hatte dann, ich glaube, einen weißen Streifen oder so, das habe ich jetzt nicht mehr ganz im Kopf. Und am Anfang habe ich auch angefangen und wollte den Weinrot machen, weil er so mal Rennen gefahren ist. So ist er auch Rennen gefahren, aber so ist er ausgeliefert worden. Ah, in diesem Weiß. In diesem Weiß, okay. Ich wusste aber die Nummer nicht mehr. Aber es gibt ja solche dicken Schwarten von jeder Nummer, wie die ausgeliefert ist, was das für eine Farbe war und so weiter. Dann habe ich mir Fotos besorgt und so weiter. Und natürlich immer recherchiert, wie war dieser Farbgeschmack Mitte der 60er Jahre? Und da ich von BASF auch unterstützt werde, von Clasorit, haben die mir sehr dabei geholfen, auch die Originalfarbe nachzubilden. Na cool. Wie er ausgeliefert wurde. Das Einzige, was ich nicht original gemacht habe, ist seitlich die Streifen. Weil die waren nämlich mit der italienischen Flagge, also das Weiß gelassen und dann noch Rot und Grün dabei. Und ich habe gedacht, das kapiert keine Sau. Denkt jeder, ich habe ein Nordrhein-Westfalen-Auto, dieselben Farben. Und da habe ich gedacht, nee, da muss ich zu viel erklären. Und da habe ich die ganz klassischen, ja genau, diese ganz klassische Ford, die sie fast alle hatten. Ja. Also das ist das Einzige, was jetzt optisch das Ding von dem Original, wie es ausgeliefert ist, unterscheidet. Er hat sonst noch anderes, weil ich wollte ja Rennen fahren und ich wollte nicht Anhang K für vor 65er fahren. Ich wollte dann ein sichereres, moderneres Auto haben. Deswegen habe ich innen belüftete Scheibenbremsen reingebaut, weil dann, das gehört zwar zu dem Auto. Haben die sonst original noch volle Scheiben? Ja, ja. Also bis, ich sag mal, bis 65, aber der 67. Ja, okay. Ja. Aber wenn ich in der alten Klasse hätte fahren wollen, hättest du volle Scheiben drauf. Dann hätte ich, ja, die Belüftung habe ich, wie die früher waren, nämlich seitlich gehende Scheibe, weil das anders schlecht passte. Mhm. Oder die haben so einen Alubox gebaut, um die Scheibe rum. Ja. Und dann wurde oben der Schlauch rein und dann wurde die volle Scheibe von beiden Seiten belüftet. Mhm. Und so haben die sich geholfen. Außen belüftet. Und der ursprüngliche hat auch hinten statt homokinetischen Wellen, hat nicht so dicke Gummi. Wie soll ich sagen, so eine Gummischeibe. Ja. Und in die Gummischeibe wurde auf der einen Seite wurde da am Getriebe festgemacht und auf der anderen Seite wurde die Gummischeibe der Antriebswellen dran. Und die Gummischeibe, die hat dann dafür gesorgt, dass du federn konntest und so. Krass. Das war natürlich sehr anfällig und so was. Ne? Dann habe ich mir schon von den Modellen danach, also beim Rennen ist es so, entweder fährst du Anhang K, da sind die Autos
heißt die 65, also alles, was vor 65 ist, wenn ich da hätte fahren wollen, hätte ich den auch so rück, also hätte ich die alten Sachen einbauen müssen. Der ist aber 67, deswegen passt hier beides dran. Wenn ich in der alten Klasse hätte fahren wollen, hätte ich nur die alten Sachen dran machen müssen. Ja, jetzt müsste ich in der neuen Klasse fahren, aber ist ja kein Problem. Dann bist du schon fast bei den Youngtimer. Aber ja Gott, dann hast du vielleicht wieder irgendwelche heißen Youngtimer-Karren dabei, die dann plötzlich einem GT40 gefährlich werden. Ja, du brauchst nur, ja klar, jetzt hat bei dem letzten Rennen, haben die GT40 gar nicht gewonnen. Da hat nämlich ein Ford Escort gewonnen. Ist natürlich klar, wenn Ford Escort richtig heiß gemacht, der zersenkt natürlich heutzutage die GT40. Ja. Aber scheißegal. Ich habe es halt so gemacht. Und ja, da haben die mir geholfen und haben diese Farbe haben wir entwickelt. Und die hat dann BASF so gut gefallen, die haben die jetzt ins Programm genommen. Und wenn du möchtest, dann kannst du jetzt dein Auto in Titus Weiß lackieren lassen. Das gibt's. Und dann kriegst du die Farbe. Mein Mustang hat die Farbe. Wenn da vorne das Fahrrad siehst, ist auch Titus Weiß. Cadillac kommt als nächstes dran mit den riesen Heckflossen, wird auch Titus Weiß. Ich finde das einfach abgefahren und geil, wenn du deine eigene Farbe hast. Auf so was geht mir einer ab. Aber nicht, ob ich den dicksten Auspuff hab. Das stimmt. Ja, geil. Ja, mega. Ja, ihr seht schon, also bei Titus gibt's, also Titus hat sehr, sehr viel zu erzählen. Alles, sein ganzes Leben dreht sich so ein bisschen teilweise um verrückte Karren und weit weg alles auch von Original oder auch von perfekten Zuständen, sondern wirklich, du lebst die Dinger, du fährst die Dinger, du benutzt die Dinger auch kräftig. Die sind ja auch alle angemeldet. Ich meine, ich habe ja sogar ein GT40 durch den TÜV gebrannt und das muss mir erstmal einer namen. Oder der Coupe de Cap, ein Hot Rod von 1930, den Steve Caballero gefahren hat und so weiter, ne? Der ist TÜV zugelassen, den kann ich jeden Tag fahren. Und ich sehe auch immer, dass der ja nicht ohne TÜV, weil nicht, dass mir hinterher einer sagt, nee, jetzt brauchst du eine Grundabnahme, geht nicht mehr, hast du lange gewartet. Nee. Ja. Immer schön Routine dabei und fertig. Geil. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal einen Cut. Wir werden dich auf jeden Fall noch einmal besuchen, weil wir haben noch viele, viele Autos hier, die wir mit dir einmal irgendwie ganz gerne abhandeln wollen. Das war jetzt erstmal nur so ein Einstieg, so ein grober Anschnitt und jetzt zeigen wir euch mal so ein bisschen. Und wir haben sogar Autos, die sind 20.000 mal seltener als ein GT40. Ne? Also wir haben noch viel vor. Ja. Wir zeigen euch jetzt erstmal noch so einen kleinen Ausschnitt hier von Titus seiner kleinen Sammlung und machen jetzt hier erstmal einen Break und sagen vielen Dank Titus für deine Zeit. Und ja, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr wollt mehr von Titus sehen und seinen Autos, dann schreibt gerne mal drunter, weil Titus ist nicht weit von uns, da können wir immer mal gerne rüberhüpfen und uns über die Autos zeigen. Ja? Und ich bedanke mich jetzt erstmal bei euch, dass ihr euch so schön und so lange das Ohr habt abkauen lassen von mir. Und bei ihm bedanke ich mich, dass er so geduldig war und seine Fragen immer zurückgehalten hat, weil er ja nicht dazwischen gekommen ist. Aber ich hoffe, es war trotzdem einigermaßen geil. Auf jeden Fall ist es immer interessant, dir zuzuhören. Es gibt immer lustige Geschichten. Auch jedes Mal, wenn ich dich treffe, gibt es Geschichten, die ich noch nicht kenne. Aber du siehst ja, das macht mir so einen Spaß. Ich weiß, und scheißegal, was du ansprichst. Ich sehe das Feuer. Ich bin jetzt 71 und wenn das ganze Leben sich mehr oder weniger um Autos dreht, ja Gott, was soll ich dann sagen? Nee, ja. Dann kann ich zumindest schon mal dreimal so viel erzählen wie du. Absolut. Allein vom Alter. Ja, nicht ganz so viel. Okay, war ein kleines Kompliment. Dankeschön. Geil, Titus, vielen lieben Dank dir. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.